Ja, moin moin, mein Name ist Andrich Löwe und wir spielen Battlefield 5. Den dritten Teil der Kampagne. Und ich bin mal gespannt, was jetzt da in Südfrankreich oder in Frankreich passiert. Regardez-les. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour la patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. Heißt das auf Deutsch? Kanonenfutter wahrscheinlich. Na, wir sind also jemand aus dem Kolonialstaat. Für Frankreich kämpfen müssen wahrscheinlich. C'est pas possible. Si ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa. Regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme. Elle est trop jolie. Toi tu as quoi? Cool, dass ihr sowas eingebaut habt. On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Ach so, der ist doch Franzose. Nee. Ich dachte, der wäre was anderes. Une fois en France. Nous avons vu à quel point nous étions français. Schön Scheißarbeit machen. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et comme tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Ce que je vais vous raconter n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Vous me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai, et que ce qui est vrai n'est pas toujours écrit. Ah, ich liebe das Geräusch. Aber warum sind wir in den Krieg für Frankreich? Sind wir freiwillig? Sind wir so blöd gewesen, freiwillig für Frankreich in den Krieg zu gehen, oder was? Das hätte ich jetzt gerne mal gewusst. Wo der Grund ist. Was ist das für eine geile Klüfte? Achso, die Schwierigkeit ist jetzt auch schwer, ne? Kam ja mit den anderen so gut klar, dachte ich mir, machst du jetzt mal ein bisschen schwerer. Also,
extrem weit nach vorne. Rambo spielen sollte ich jetzt nicht. Immer schön so ein bisschen aus der Deckung. Dieses gebogene Magazin finde ich cool. Ah, was ist das hier? Für Frankreich. Oh Gott, Gott. Braucht Munition. Hat hier jemand Munition fallen gelassen? Danke. Komm zurück. Ab in den Kampf, du feiger Hund. Ihr sollt für Frankreich sterben. Wisst ihr das nicht? Das ist keine MG. Schade. Ich dachte, mit einem MG vielleicht aus der Entfernung draufschießen. Ich überlege gerade, wie wir weitergehen. Bauchdeckung. Die greifen jetzt da von oben an. Wie das Level gefällt mir mit dem Laub und so. Da. Nachladen. Letzten 8 Schuss. Das X davor gefällt mir gar nicht. Scheiße, keine Munition mehr. Stirb, du elender Nazi! Ich brauch Munition! Für die Waffe brauche ich Munition, genau. Ich dachte, das wäre ein Minensymbol oder so. Ah, hier können wir die Waffe wechseln. Oh, 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 oh. Die Waffe behalten, verdammt. Gut. Die haben wir ausgeschaltet. Brauch schon mal die scheiß Pistole aus. Da. Danke, dass du gestorben bist. Gib deine Munition. Das andere MG wieder haben, das ist geil. Da ist doch Nazi, oder? Ja, Headshot. Und das MG ist wieder frei. So. Los, vor, 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 vor. Oh, 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 hinlegen vom Bo. Ich sehe nicht vom Bo. Da sind ja überall Nazis auf der rechten Seite. Hab ich nicht gesehen. Scheiße. Keine Chance, ey. Oh. Scheiße, ey. Ich muss weiter vorkriechen, ich habe keine Deckung. Ich spiele doch irgendwie Rambo. Komm aus Afrika, ihr scheiß Wichser. Ich weiß, wie man kämpft. Ah. Ah, scheiß, muss ich auch nachladen. Alles muss man hier nachladen, verdammte Axt. Oh, einer am Arm erwischt. Was tut ihr sagen? Ich verstehe euch nicht. Oh, der jetzt eine Granate haben, das ist schön. Waffe wechseln. Nachladen. Mann,
Jetzt haben wir es gereinigt hier. Gib mir Munition. Puh, was haben wir hier Tolles? Ach, die lasse ich lieber liegen. Die mag ich nicht lieber. Was sind unsere Leute? Ich dachte gerade, wo waren die denn? Warum haben die uns nicht geholfen? Ui. Warum hänge ich hier so komisch in Buggy? Alles nachladen. Alter, es gibt ja Artilleriefeuer oder was? Was ist das für eine Waffe? On se sent minuscule face à la guerre. Oh. Une autre fourmi prête à se faire écraser. Mais moi, je me répétais tout le temps. Non, pas moi. Je suis démé. Ich habe gar nicht auf den Text geachtet. Je suis démé. Et Dieu me viendra en aide. Ja, Gott schütze mich auch. Alter Schwede. Gut, da höre ich hier mein Lieblingsgeräusch. Deckung, Männer, Deckung! Knall diese Haufen Scheißtypen weg da. MG ist nicht bemannt. Ah, jetzt höre ich sie. Los, Männer! Attacke, Attacke, Attacke! Sauber zu halten. Aber hier zu mir kommt keiner oder was? Los, 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 los! Ah, ich muss nachladen. 4 Schuss, dann kann ich keine Deckung mehr geben. Super. Da ist noch einer. Gleich tot. Gut. Gib mir das andere, die andere Waffe. Und los, 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 los. Für Afrika. Scheiß auf Frankreich. Frankreich kann sterben. Afrika muss leben. Wieder mit euch Nazis. Ich hab euch nicht gewählt. Stirbt. Verfickte Kack-Nazis. Scheiß verkackter Flammenwerfer. Stirb doch mal, Alter. Oh, Bremsebein. Ballert zwar nicht allzu schnell, aber die Kugeln machen, glaube ich, gut Schaden. Ohohoho! Hat er gut geschossen, muss ich sagen. Hat er gut gemacht. Muss ich einmal einen Schluck Kaffee trinken? Hm. Gut. Oh, der Schreiber gut. Ah! Die Starter, du Jane. Oh, ist auch ein schönes MG. Aber ich behalte das hier. Mal alles durchladen. Irgendwelche Nazis, die mir gerade hier auf den Sack gehen. War nicht getroffen. Ja,
komm, ab nach vorne. Für Afrika! En avant! Scheiß auf Frankreich, die haben unser Land unterjocht in Afrika. Stirb! Auch du stirb, Kartoffel! Tirailleurs n'étaient pas toujours bien équipés. Fallait fouiller, ramasser, improviser. Je me disais, Démé, faut trouver quelque chose. Trouve un moyen pour que ça marche. Nein! Oh, ich habe ihn noch zu Tode gehackt. Gott sei Dank. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Ja, Munition, wir brauchen alles. Ey, diesen Bunker möchte ich gleich nicht angreifen. Das Level gefällt mir. Hoffentlich kommt aber bald eine Map zu raus, wo man spielen kann. Ein schönes Herbstlevel. Oh, für Afrika, du kleine Nazi-Sau, du. So. Jetzt ist man den Hügel da. Das ist ein Monsterbunker. Euch das Ding an, alter Schwede, ey. Le cuchet ennemi est droit devant. Ah, fuck, on sait que ce combat sera pas facile. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais en vrai, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Gut. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen daran flankieren irgendwie. Von hinten, ja, das ist eine Idee. Hinten irgendwo, ne? Ja, da. Erst den Typen von hinten wegnehmen. Oh, wow, 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 wow. Runter, 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 runter. Alter, heil. Heil dich. Da müssen wir in diesen scheiß Bunker rein. Der brennt ja schon. On était tous emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Oh, on fliegt ja hoch. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre. Für Frankreich. Quand je repense. Ah nee, gar nicht. Für Afrika meine ich ja. Heißt Frankreich. Die haben mich zu Hause eingefangen und hier in diesen Krieg gezwungen. Sicheren Stützpunkt. Hört sich nach Truppenfahrzeug an. Ach, das ist Nebel, ne? Alter, nicht, dass ein Tiger kommt oder so. Nein. Scheiße, nee. Los! Mir wieder neue Raketenwerfer hier.
Da hinten ist ein MG, das hole ich mir jetzt. Weg, 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 mein MG. Das ist mein Spaß. Ich treffe gar nicht. Ah, da kommt wieder Nebel. Ich gehe weiter nach vorne. Ah, von rechts auch noch. Noch ein Fahrzeug. Oh, sind schon ausgeladen. Oh. Nächste Fahrzeug. Raketenwerfer. Ah, die nächste Schweinebande. Wo sind sie? Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Haltet aus, Männer. Haltet aus. Scheiße, es ist ein M4 oder sowas. Ah, komm, 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 komm. Ah, haben wir noch einen Schuss? Er lebt noch, ne? Spezialkommando oder was ist das da, Mensch? Wir halten ja mehr aus. De l'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Oh oh, es hakt. Was das? Alter, warum hakt das auf einmal? Sieht das cool aus. Laisse-le partir, petit frère. Den wir ja 100 gekillt haben, kann ich den einen auch killen, oder nicht? Idrissa! Est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors, sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus! On les a battus! On a gagné! On a gagné! Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Yep. Idrissa! Tu es comme moi, allons! Allons les combattre! J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous! On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question: de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous! De la reconnaissance! Du respect! Pour nous, die Geschichte für Frankreich, pour nos enfants. Pour euch. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Ja, da, wenn man Familie hat, da sollte man auch nicht in den Krieg gehen, glaube ich. Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible.
So, ich weiß nicht, wie lange diese Kampagne geht. Letztes Mal hat sie auch irgendwie 90 Minuten gedauert. À un moment donné, gedauert. On a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté, pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Genau. Ich würde hier erstmal einen Break machen. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie là. Ja, es reicht. Und weil ich jetzt nicht abschätzen kann, wie lang das ist, ich würde jetzt erstmal einen Break machen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kommentieren, liken oder abonnieren nicht vergessen. Haut rein. Ciao.